Hallo, mein Lieben, ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach noch ein bisschen mit durch unseren Alltag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Also, genau, ich bin gerade am Kochen, habe immer noch keine Zahnspange. Genau, bin gerade am Kochen. Ich bin ein bisschen unter Zeitstress, weil wir gleich in den Hansapark fahren. Wir haben Karten geschenkt bekommen und deswegen fahren wir gleich in den Hansapark. Und deswegen muss ich ganz, ganz schnell kochen, damit, wenn mein Bruder von der Schule kommt, wir direkt los können und so. Und ja, das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Kleines in der Väter, wie gehört ihr bestimmt. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ihr seht ein bisschen Teenie-Alltag, Hansa-Park. Ja, die Kleine liegt hier in der Väterwiege und schläft. Sie hat eine richtig süße Latzhose an, ein Body, Halstuch und eine Strumpfhose, die leider noch viel zu groß ist, wie ihr seht. Ja, ich heiße hier schon mal den Backofen vor, weil es gibt heute Lasagne. Und deswegen habe ich hier alles schon mal fertig gemacht. Es gibt aber Lasagne mit Macaronis. Genau. Und das mache ich jetzt schnell fertig. Ich habe hier gerade noch genäht. Hier ist noch der ganze Haufen, den ich nähen muss. Und da ist der ganze Haufen, den ich schon genäht habe im Nomi. Ja, ganz, ganz fleißig heute schon gewesen. So, jetzt muss das Hack noch braten. Dann die Tomatensauce dazu. Und dann kommt das Ganze noch in den Ofen gleich. So, den Maxi-Cosi habe ich auch schon fertig gemacht, beziehungsweise ist es ja ein Cybex-Babyschale. Und ich werde so oft nach diesem Fußzeug hier gefragt. Der ist von Koeka. Wo ist denn hier das Schild? Da. Genau, der ist von Koeka. Der ist super schön hier außen, so Waffelpikier hier innen, richtig, richtig kuschelig weich. Passt ja auch perfekt rein. Kann man auch ein 5-Gurt mit anschließen, aber wir haben hier einen 3-Punkt-Gurt. Hier oben hat er auch noch so eine Art Kapuze extra. Kann man das so zumachen, aber das haben wir jetzt hier so reingesteckt. Genau, und der ist echt super. Auch im Kinderwagen hatten wir den schon. Und hier ist noch ihre Mütze. Genau, der ist wirklich richtig toll, richtig schön weich. Kann man richtig schön zudecken hier. Ist hier immer richtig schön eingepackt. Und ja, ich habe das gerade alles schon fertig gemacht. Es kommt dann noch eine Jacke zu und dann geht es ganz gleich ganz, ganz schnell. So, diese Jacke hier bekommt sie an. Die ist von Zara. Die hat so eine kleine Pudelmütze hier. Genau. Zara Größe 62, aber Zara fällt immer kleiner aus. Ja, die bekommt sie gleich an. Habe ich auch schon bereit. Hier habe ich noch die Wickeltasche. Noch mein Geld und so, dann muss ich gleich nochmal gucken, ob da alles drin ist. Ja, und hier ist noch mein Kinderwagen, der muss ja auch mit. Da habe ich hier so eine Kinderwagenkette dran und hier ist auch ein Fußsack drin, der ist von Mucki, von Oldenwälder, glaube ich, heißt die Marke, aber das ist der Mucki. Ja, der ist ja auch immer drin, da haben wir hier ein Spucktuch drin und meistens nehmen wir noch eine kleine Decke mit, falls der Mucki zu warm ist. Genau, aber das ist auch schon alles fertig. Unten drin habe ich noch unser Ringsling, unsere Trage und die Maxi-Cosi-Adapter. Die habe ich immer dabei, standardmäßig, falls ich die Kleine mal tragen will oder wir den Maxi-Cosi drauf machen wollen. So, in der Wickeltasche habe ich eigentlich alles drin. Eine wasserfeste Unterlage, ein großes Spucktuch zum Stillen, falls ich irgendwo stillen muss. Ersatzschnullis nimmt sie aber nicht. Autoschlüssel, ganz normaler Schlüssel, also für die Haustür. Wechseloutfit, Wechselsocken, ganz wichtig, weil die verliert sie total oft. Und unten ist auch noch ein Lätzchen drin, genau, also ein Dreieckstuch. Windelbeutel, Hygienetücher, Feuchttücher, noch eine Wickelunterlage, Windeln und mein Portemonnaie ganz dringend. Ist das nicht schön? Ich kann euch nicht sagen, woher das ist, ja? Felix hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Genau, so, weil ich total auch gefragt werde. So, das heißt, wir haben alles hier dabei. Falls ihr mal ein Video zu unserer Wickeltasche wollt, könnt ihr mir in den Kommentar schreiben. Genau. Aber dann ist das auch schon mal parat und dann brauchen wir gleich nur noch stillen und einziehen. Einpacken, nicht einziehen. Wann ist Paul denn? Wie, wann ist Paul denn?
Mein Lieben, ich melde mich auch mal. Wir sind jetzt hier am Aufsichtsturm. Die sind gerade alle im Aufsichtsturm. Ich pass auf den Kinderwagen auf, weil den kann man nicht mitnehmen. Und dafür ist er mir doch so teuer, ihn hier stehen zu lassen. Genau. Und dann fahren wir auf deine Haus. Es ist nämlich schon nach 17 Uhr. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Und dann geht es für uns jetzt gleich nach Hause. Da sind sie drinnen. Und ich passe hier, wie gesagt, auf. Komplett voll gepackt. Wieder zu Hause, beziehungsweise sind wir gerade im Auto, weil wir fahren jetzt einkaufen. Der Felix ist von der Arbeit gekommen. Wolltest du was sagen? Nein, ich wollte kommen. Und jetzt fahren wir kurz einkaufen, weil ich meine Ernährung ein bisschen umstellen möchte. Und da wollte ich jetzt einfach einkaufen, weil ich ja... Felix braucht Chips. Felix braucht Chips. Perfekt zur guten Ernährung. genau. Und mein kleiner Bruder ist auch dabei. Da seht ihr ihn. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen einkaufen. Ein paar Sachen fehlten allgemein noch. Wir brauchen noch Toilettenpapier, Küchenrollen, Speiseöl und Getränke. Genau, das hat meine Mutter mir gerade noch erzählt. Das machen wir jetzt eben. Die Kleine ist natürlich auch dabei. Da. Und musste gerade noch umgezogen werden, weil sie sich komplett vollgespuckt hat. Im Hansapark war alles wirklich super. Also die Kleine war sehr, sehr ruhig, sehr, sehr angenehm. Sie war immer auf dem Arm bei meinem Vater. Und hat auch kurz mal geschlafen. Ich glaube so für 20 Minuten oder so. Und sonst war alles super. Einmal gewickelt haben wir da. Und jetzt wurde sie gerade, wie gesagt, einmal komplett umgezogen, weil sie sich einmal voll gespuckt hat. Und gewickelt natürlich auch noch. Gestillt habe ich auch zweimal im Hansapark. Das war auch gar kein Problem. Da waren ein paar Blicke, wo man sich dachte, okay, aber wenn mein Kind Hunger hat, dann stille ich die kleine Maus. Und ja, jetzt gehen wir, wie gesagt, einkaufen und dann ab ins Bett. Ich bin echt K.O., obwohl wir gar nicht so viel gemacht haben, aber das Rumlaufen da ist doch ganz schön anstrengend. So, meine Lieben, wir sind fertig mit Einkaufen. Ich sitze jetzt hinten, wie ihr seht, weil mein Bruder gerne schalten möchte. Und deswegen sitzt er vorne. Ich sitze jetzt hinten bei der Kleinen. Ich habe jetzt gerade noch was in die Insta-Story geladen. Und die Mutter mich wartet auf mich. Soll ich abnehmen? Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gerade aufgewacht. Kleine Maus hat schon den ersten Vormittagsschläfchen gemacht. Jetzt sind wir hier auf dem Spielbogen, aber irgendwie ist sie ganz, ganz unzufrieden. So, die Kleine hat Hunger gehabt. Jetzt stillen wir kurz. Und dann hoffe ich, dass ich auch mal was zu essen kriege. Also versuche ich gleich mal zu frühstücken. Und dann wartet hier noch ein Berg Wäsche auf mich, den ich noch zusammenlegen muss. Und ich denke, dass die Kleine gleich auch nochmal ein Schläfchen macht. Dann mache ich das alles schnell fertig. Ja, diese Wäsche wartet auf mich. Ganz schön viel. Aber endlich haben wir wieder Bodies im Schrank. Das ist schon mal mega gut. Hier sind alle unsere Bodies. Ein paar Spucktücher auch wieder. Sehr gut. Und dann muss ich gleich noch die Wäsche wegräumen, die dreckige. Und das natürlich zusammenlegen. So, die Kleine ist jetzt hier in der Federwiege. Hat schon ein 62er Body an. Und ich hoffe, sie schläft jetzt ein bisschen, ist frisch gestillt, hat auch schon gespuckt. Also eigentlich alles gemacht, was noch zum Schlafen fehlt. So, wir sind jetzt in der Küche. Kleine Maus ist hier im Kinderwagen, ist total praktisch, nehme ich immer mit in die Küche. Und dann kann man sich schön hier durch die Gegend schaukeln, ne? Hat sich gerade wieder voll gespuckt. Jetzt ziehen wir uns gleich um, ne?
Schaut mal ganz gespannt in die Kamera. Ja, Spucktuch haben wir hier. Der hat nur eine Hose und ein Töckchen. Müde bist du auch, schlafen wollte nämlich nicht. Aber mal sehen, vielleicht schläft der gleich ein, ne, Baby? Und ich mache mir jetzt Frühstück. Mama! Mama! Ja? Ja? Ja, erzähl mal was. Oh, ja! Mama! Gu! Gu! Mama! Mama! Ja? Mama! Mama! Ja, sag mal Mama! Ja? Oh, oh! Ja? Ja, erzähl mal! Ja, erzähl mal was! Ja! Super! Ja, super! Ja, erzähl weiter. Ha? Erzähl weiter. Hm? Erzähl weiter. Oh. Ja. Wow. Ja? Du sagst es nicht, du. Ja? Ja? Du Grinsebacke? Hm? Du Grinsebacke? Ich will Mamas Haare hier, ne? Nicht Mamas Haare ziehen. Nicht Mamas Haare ziehen. Hm? Ich habe die Kleine jetzt in der Trage. Sie möchte nämlich nur an der Brust schlafen. Also immer nur, wenn sie die Brust im Mund hat, dann schläft sie. Sobald ich sie ablege, fängt sie an zu weinen. Deswegen habe ich sie jetzt hier in der Trage und wir wippen die ganze Zeit so auf und ab. Das mag sie nämlich total gern. Und mal schauen, ob das was bringt. Sie spuckt mich gerade voll. Baby. Na gut, ich mache jetzt auf jeden Fall Mittagessen nebenbei. Wir haben es nämlich gleich schon 13 Uhr. Und genau, nebenbei wird hier schön Kniebeugen gemacht. Irgendwie ist das genau das Gefühl, was sie total gern mag. In der Trage und dann schön Kniebeugen machen. Geht natürlich schön auf die Oberschenkel. Aber wenn Baby glücklich ist, dann ist alles gut. Ja. Ich liebe das, wenn sie in der Trage ist. Dann kann man den Kuscheln mit ihr, ne? Okay, Mama macht weiter. Hallo, meine Lieben. Ich wollte gerade im Babyzimmer meine Genetensachen fotografieren. Und dann höre ich das. Hört ihr das? Es regnet hier rein. Es regnet richtig krass draußen und die ganze Auffahrt. Man kann gar nicht mehr irgendwo laufen. So, ich glaube, ihr seht das. Es regnet wirklich extrem. Und wie gesagt, wollte ich gerade hier eigentlich meine Sachen fotografieren. Ja, und jetzt tropft es hier. Das nicht mega? Ja. Hier ist alles nass, weil das stand natürlich da. Alles nass hier. Trieft alles. Muss ich gleich alles trocknen, seht ihr das? Ja, und guck mal, wie viel die schon reingelaufen ist. Das ist so unglaublich.